Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Adice, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Meckel, sehr geehrte Frau Steinacker, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung, sehr verehrtes Publikum hier im Saal und im Livestream zu Hause an Ihren Rechnern. Herzlich willkommen im Düsseldorfer Schauspielhaus. Es ist ein großes Ereignis und eine außerordentliche Ehre, Sie heute zu dieser wirklich besonderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon sehr lange darauf gefreut und ebenso lange um diese Veranstaltung gebangt. Ursprünglich sollte sie bereits 2020 das Festival Theater der Welt eröffnen. Wir sind allen Beteiligten dankbar, dass Sie immer wieder signalisiert haben, dass Ihnen diese Begegnung so wichtig ist, dass sie auf jeden Fall stattfinden wird. Für uns hier am gerade neu sanierten Düsseldorfer Schauspielhaus ist es die Eröffnung der Spielzeit nach einer sehr langen Pause. Fast fühlt es sich wie ein Neustart an. Ein wenig wie die Neuerfindung dessen, was wir sehr lange als selbstverständlich betrachtet haben und dessen Verletzlichkeit, aber auch Bedeutung uns in den vergangenen Monaten, gerade in der Abwesenheit von Publikum und lebendiger Kunst, schmerzlich bewusst wurde. Theater als Reflexionsraum, als Ort des Nachdenkens und Nachfühlens wird gebraucht, wird sich aber auch neu definieren und finden müssen. Das ist eine Chance. Es ist heute nicht selbstverständlich, internationale Gäste wie Frau Adice zu begrüßen. Umso wunderbarer, dass weder Reisebeschränkungen noch Inzidenzen Sie davon abgehalten haben, extra für diese Veranstaltung aus Lagos nach Düsseldorf anzureisen. Herzlich willkommen noch einmal hier in Düsseldorf, Frau Adice. Wir befinden uns in einer politischen Landschaft, in der große fundamentale Fragen nach der Zukunft diskutiert werden, in der aber auch die Zumutungen der Gegenwart einen immer größeren Raum einnehmen. Wie leben wir? Wie wollen wir leben? Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben in den vergangenen Jahren wie kaum eine andere die Gelegenheit gehabt und genutzt, die globalen und die naheliegenden Probleme und Fragestellungen zu analysieren und Perspektiven zu entwickeln. Ihre heutige Anwesenheit auf unserer Bühne ist ein besonderer Moment. Dessen sind wir uns bewusst. Herzlich willkommen, Frau Bundeskanzlerin. Besonders erwähnt werden muss die Idee und Initiative zu dem Gespräch, verdanken wir Frau Prof. Dr. Miriam Meckel und Frau Dr. Lea Steinacker. Sie haben die ungewöhnliche Konstellation und den thematischen Rahmen gesetzt. Wir sind neugierig auf dieses Gespräch zwischen zwei international herausragenden und gewichtigen Stimmen unserer kulturellen und politischen Gegenwart, auf Differenzen und Gemeinsamkeiten, auf Perspektiven und Perspektivwechsel. Jetzt darf ich auf der Bühne zunächst die beiden Moderatorinnen und Gastgeberinnen für den heutigen Abend begrüßen, Miriam Meckel und Lea Steinacker. Sie beide sind Gründerin und Geschäftsführerin der ADA Learning GmbH, einer der spannendsten unternehmerischen Neugründungen im Feld der professionellen Weiterbildung. Und in dieser Funktion leben Sie, was Sie anderen vermitteln. Die Neugier auf neue Technologien und die Begeisterung dafür, sie für eine bessere Gesellschaft einzusetzen. Sie arbeiten an der Zukunft. Sie arbeiten an der Zukunft.
Wir freuen uns, dass es den beiden gelungen ist, die heutige Begegnung hier bei uns im Schauspielhaus Düsseldorf möglich zu machen. Wir freuen uns auf das Gespräch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, liebe Gäste, hier zu diesem ganz besonderen Abend. Das ist in der Tat ein besonderer Abend und er hat, wie wir gerade von dem Intendanten Herrn Schulz schon gehört haben, ein ganz besonderes Paar, eine ganz besondere Kombination für ein Gespräch, was man vielleicht nicht überall erwarten würde. Und darüber freuen wir uns sehr. Wir begrüßen nochmal die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel und die nigerianische Publizistin und Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Herzlich willkommen auch von uns beiden. Und diese Gesprächskonstellation mag manch einen von Ihnen überrascht haben und dann sind Sie auch nicht alleine, das ging vielen so. Wir haben festgestellt, als Chimamanda Ngozi Adichie am Sonntag die Begegnung auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, da gab es hunderte von begeisterten und wirklich großartigen Kommentaren und einer davon lautete: "Is the world even ready? Can't wait." Und dann haben wir gedacht, ja, wir glauben schon, dass die World ready ist. Und wir haben, wie Herr Schulz das eben beschrieben hat, ja ein bisschen warten müssen wegen der Pandemie seit Mai 2020. Aber umso schöner ist es, dass es jetzt heute Abend klappt. Wir freuen uns riesig auf diese Begegnung und wir sind schon mal ready und wir hoffen Sie auch. Yes, we are ready and we are curious about the commonalities and the differences of these two women who will actually meet for the very first time here on stage tonight at the Schauspielhaus in Düsseldorf. And actually one of these commonalities is the reason for our idea to even ask the two of them to have this dialogue in the first place. In 2009, Chimamanda Ngozi Adichie gave a very successful TED Talk called The Danger of a Single Story. And in it, she very vividly describes how we as humans tend to reduce others and sometimes even ourselves to a single narrative, which basically does not really do justice to the whole picture of who we are. In fact, she said, and I quote, "The consequence of the single story is this: it robs us of our dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar." And her work has now been translated into over 30 languages. It has sold millions of copies worldwide and garnered multiple literary prizes. And we're very happy to have you here tonight. Yeah. The danger of a single story, die Gefahr, alles Mögliche in einer komplexer werdenden Welt auf die eine Geschichte zu reduzieren, ist etwas, worüber wir heute Abend reden wollen, weil wir natürlich alle wahrscheinlich hier und dort beobachten können, dass wir in einer Zeit leben, in der es irgendwie oft, in der mehr Energie darauf verwendet wird, Unterschiede zu zementieren, als sich füreinander zu interessieren, zu schauen, was der andere eigentlich an neuen Informationen, an neuen Ideen, an Inspirationen hat und sich darauf mit Toleranz und Respekt einzulassen. Wir leben auch in einer Zeit, wo Neugier oft den kontroversen Debatten untergebuttert wird. Und wir leben auch in einer Zeit, wo die sozialen Medien natürlich mit dazu beitragen, dass Diversität in Meinungen ganz schnell in öffentliche Kriegsführung überführt wird und uns alle damit auch überfordert. Und das ist ein Thema von vielen, über das wir heute Abend reden wollen. Wir müssen, um Pluralismus und Demokratie zu bewahren, auch Mehrdeutigkeit, auch Ambiguität aushalten können. Und das gelingt sicherlich nicht mit einer Single Story. Und wir müssen auch aushalten können, dass wir verschiedene Sprachen sprechen, so auch heute Abend auf der Bühne. And now we cannot wait, and I'm sure you can't wait either. So let's please welcome here on stage German Chancellor Angela Merkel and Chimamanda Ngozi Adichie.
Christian Union. Wir haben es gerade schon gesagt, wir werden in den Sprachen wechseln, sodass Sie hier im Saal jetzt ein kleines Potpourri aus Deutsch und Englisch geboten bekommen. Es gibt eine Übersetzung, es gibt auch den Stream in verschiedenen Sprachen, auch die Aufzeichnung, sodass niemand etwas verpassen muss. Und damit legen wir mal los. Frau Bundeskanzlerin, ich beginne mal gleich mit Ihnen. Sie sind 2017 zum vierten Mal für Ihr Amt als Bundeskanzlerin angetreten, auch um einen Beitrag zu leisten, ein demokratisches Vakuum im Westen zu verhindern. Die New York Times hat sie damals genannt The Liberal West's Last Defender. Wenn Sie heute noch mal da drauf schauen, wie steht es denn? Sind Sie es gewesen, die letzte Kämpferin für den liberalen Westen, und ist Ihnen das gelungen, da einen Pflock einzuschlagen? Natürlich nicht. Wurde ja gerade eben von der Single Story, der ich mich dann auch gar nicht anschließen will, gesprochen. Sondern natürlich freue ich mich, dass ich nach der deutschen Einheit mich für liberale, demokratische Werte einsetzen kann, dass ich in einer freiheitlichen Gesellschaft arbeiten kann und auch als Bundeskanzlerin. Aber man sollte von allen Überhöhungen absehen. Und glücklicherweise gibt es ganz viele Menschen, die sich der Demokratie verbunden fühlen. Und das freut mich natürlich. Können Sie denn ruhigen Gewissens, ich mache hier gerade Multitasking, Entschuldigung, können Sie ruhigen Gewissens irgendwann nach dem 26. September aus dem Amt scheiden? Ja. Ich finde, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, der wird es auch in den nächsten 4 Jahren nicht verstehen. So, Mrs. Adichie, I'll summarize, because I think we've had some technical issues. I'm so sorry with your translation. So, Chancellor Merkel just said that she actually feels quite okay leaving office now. After 16 years of service, she really thinks that she has paid her dues. And despite the, I think, global situation right now, she feels quite okay. So, let me turn that question to you. Considering that Chancellor Merkel is leaving office soon, we have just watched, let's have a look at the global world affairs tableau. We have just watched the stunning US withdrawal in Afghanistan. We can see China is striving for global domination. When we look to Ethiopia, Prime Minister and Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed is waging war against northern Eritrea. Do you still have hope for a peaceful liberal world order, considering that this lady is now leaving office? Can I just say I'm really happy to be here. I'm not usually nervous about public things, but I felt quite nervous about meeting Madam Chancellor because I have admired her for a long time. And if she's okay with leaving, I'm not okay with her leaving. Because I'm worried about what will happen to Europe. I'm worried that Europe will fall apart because she won't be there to hold things together. But I think in terms of feeling hopeful about the world order, I think if we take a long-term historical view, there is reason to hope. I think the world has survived just really many political catastrophes. So I think there's reason to be hopeful, but in a way that's very cautious. But it also, I think, requires political will. I really think, I did say I would be calm. I really think that there's a certain failure of leadership in many parts of the world, and there's much more that could be done that hasn't been done. In other words, I think my point is that many of the things going on today are not inevitable. They did not have to happen. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So you're in the creative arts, right? In your field of literature, do you think that art can also be a form of peacemaking, or at least a contribution to that? Yes, absolutely. I think art matters because art is beautiful and feeds our soul. But I think it can also have political significance. You know, even just storytelling, right, I think can move people to act in ways. So I do think that, yes, it can make a difference.
Wenn wir noch mal einen Moment bei der Frage der Zukunft der liberalen Demokratie bleiben. Mrs. Adichie hat gerade gesagt, sie hat Hoffnung und sie möchte nicht, dass sie gehen, aber sie hat Hoffnung. Es gibt ja trotzdem etwas, was eingebaut ist eigentlich in die liberale Demokratie, was nicht leicht ist. Ich habe noch mal rausgesucht das Zitat des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde, der mal gesagt hat, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Wenn Sie da, Frau Bundeskanzlerin, draufschauen im Jahr 2021, kann man sagen, es gibt einen unauflöslichen Widerspruch zwischen Demokratie und Liberalität. Wenn wir das eine wollen, brauchen wir das andere. Aber wenn wir das andere gewähren, die Liberalität, gefährden wir immer ein bisschen auch das, was wir als demokratische Grundlage eigentlich haben wollen? Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also insbesondere, weil Sie haben jetzt ja erstmal Böckenförde zitiert und Böckenförde hat aus meiner Sicht, oder ich verstehe das etwas anders, ich verstehe es so, dass wir, um die Demokratie zu erhalten, weit mehr brauchen als nur Politik, sondern wir brauchen eben gerade das Angesprochene von Frau Adichie, die Frage der Kultur, die Frage der Sicht der Welt, der philosophischen Sicht der Welt, die Religion, die Geschichte, wo kommen wir her, um daraus zu definieren, wo wollen wir hin. Und wenn das alles verkümmert, dann ist es auch sehr, sehr schwer, eine Gesellschaft zusammenzuhalten und einen Gemeinsinn zu stiften, der ja immer dazugehört. Wir können ja bestimmte Dinge nicht befehlen. Wir können weder befehlen, dass Menschen sich an Gesetze halten, noch können wir befehlen, dass Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das kommt, weil man eine bestimmte Sicht auf die Welt hat. Und die kann die Politik vielleicht befördern, indem sie gute Politik macht, indem sie Anreize schafft, aber sie kann sie nicht erzwingen. Und wenn heute alle entscheiden, dass sie sich nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung halten, dann werden wir ja nicht die ganze Gesellschaft zu Polizisten machen können, die sich dann vielleicht auch nicht mehr dran halten wollen. Das heißt also, man lebt davon, der Rechtsstaat lebt davon, dass er eine hohe Akzeptanz hat. Und um diese Akzeptanz muss jede Generation wieder neu werben. Sehen Sie jetzt im Vergleich Ihrer vielen Jahre im Amt, sehen Sie da eine Veränderung, was diese Akzeptanz angeht? Naja, ich glaube schon, dass die Säkularisierung unserer Gesellschaften eine große Folge hat. Ich glaube, dass die Vielfalt der Medienangebote unsere Gesellschaft sehr verändert. Es gibt ja nicht mehr die eine Sendung. Ich meine, früher, in meinen Kindheitstagen, da hat man sich hinter bestimmten Dingen versammelt. Da hat man nächsten Morgen bei der Arbeitswelt über das, was man abends im Fernsehen gesehen hat, debattiert. Heute hat jeder seinen eigenen Medienkonsum. Da hat sich schon etwas verändert und ich vermute mal, dass wir noch nicht am Ende der Veränderung sind, dass wir aber auch wieder Wege finden werden, mit diesen Veränderungen klarzukommen. Mhm. Früher, als es noch kein Fernsehen und kein Radio gab, haben die Menschen immer nur Menschen gekannt, mit denen sie direkt kommunizieren konnten. Und dann haben wir das auch miteinander erlebt und haben auch gelernt, damit umzugehen. Aber die Vielfalt digitaler Medien, die Vermischung zum Teil von Fakten und Falschnachrichten, die Möglichkeit, sich in der eigenen Meinungsecke zu verkriechen und nie mehr andere Meinungen hören zu müssen. Das sind alles neue Phänomene und die verändern Gesellschaften und deshalb muss die Gesellschaft immer wieder daran arbeiten, wie sie sich das zu Diensten macht, also zunutze macht, im guten Sinne. Sie dürfen klatschen. Ms. Adichie, do you see changes in how people turn their liberties they gained by democracy against democracy? How the challenge is becoming bigger to fight for keeping democracy up and vivid? I'm not sure what that question means. I mean that we gain a lot of liberties in a democratic state, and so we can have the freedom of expression. We can ignore laws if we will be punished for that. But we can do a lot of things. And at the moment, it seems that people kind of are less acceptant of the democratic system in some parts of the world than they might have been years before. Really? But you can contradict to me. Do you have any examples?
Well, I think we in Germany we have the situation that we have a far right party that has developed the AfD. We talked about that yesterday. That has developed quite vividly during some years, and also in Eastern Europe we have a few examples. If we look at towards Hungary, Poland. But I mean, I guess for me the question is that a reaction to democracy? Is it that people suddenly said we have too many rights, therefore we want to go back to repression? I don't think so. I think that there is what people call is populism, which I find to be a very strange word for what it actually represents. But this populism that's sweeping across Europe, and actually was in the US under the former president, and which is, I think, quite illiberal. I wonder if it's a response to a kind of discontent that people have. Mm-hmm. And so it's easy for politicians to, not all politicians, some are better than others. it's easy for them, I think, to manipulate people's discontent and people's fears, and to then say to them, the answer is to close yourselves up. But that's not the answer. I mean, obviously, I'm a believer in freedom and democracy, but I don't think that it's necessarily a perfect system. And so then, of course, problems come, but the question then becomes, how does one deal with them? And what I've felt just watching the US, for example, because it's my second home after Nigeria, is that we need to have an educated and informed electorate. Otherwise, it's very easy to manipulate people. And I was thinking about what Madam Chancellor said about how we're all in our bubbles now. And while I think social media largely can be a good thing, it can also be very dangerous in keeping us from truth. I think that there's some platforms, and I will not name them, which thrive on conflict. And so people go on these platforms, and the goal is conflict, and the goal is to misinform, and the goal is to spread misinformation, and I think it's so dangerous. Now, I make these complaints, and I don't quite know what the answer is. In other words, how do we get to make sure that we have an informed electorate? How do we make sure that people actually know the truth about positions of people running for office, about the economic state of things in a country, that sort of thing, just basic information that people need so that they can vote properly. Mm-hmm. I really think that's very important. And social media can be very dangerous to that. And I was saying to Leah that I'm worried about sounding like my cantankerous old uncle in my hometown who thinks that everything modern is terrible. I certainly don't think so, but I just feel that we need to be a bit more circumspect about how we consume social media in terms of news. So what I say to young people is, do not get your news from TikTok. Right? Read an actual newspaper. Yeah. I think you don't need to be worried about being a cantankerous old uncle. I think you're just opinionated, which is wonderful. Let's actually stick to politics in the countries that you know very well. You just mentioned the US. You live there part-time. You're obviously from Nigeria. You are very closely engaged and involved in the political and cultural discourse of both countries. Can you help us understand a bit more? How do you see how culture influences both styles of democracy in Nigeria and in the US? Oh, I'm not sure we have a democracy in Nigeria. I think we have a democracy in name, but I'm not sure that we have a democracy in Nigeria. We have a government that has been, just really illiberal about the freedom of journalism, for example. And so I'm not sure that I would, in fact, call it a democracy. I would call it an ostensible democracy. In the US, what they had before this present president, I do not think was democracy either. Now I think it is, mostly. But I think maybe the difference is that Nigerian politics is not really ideological. Our parties are not ideological platforms in the way that the US is. And I'm not sure that that's necessarily a bad thing, because I think that it's in the US, the ideological divide has become so extreme
that in some ways I think common sense has been lost. And so now the whole idea is if the Democrats bring up anything, the goal of the Republicans is to say no. And in some ways vice versa as well. And that kind of ideological divide just really worries me. And so sometimes I think, in Nigeria, the parties are they're kind of platforms for patronage. They're not really about ideology. So the answer is somewhere in the middle, I think. Frau Bundeskanzlerin, Frau Adichie hat in ihrem TED-Talk damals gesagt, Macht ist die Fähigkeit, nicht nur die Geschichte einer anderen Person zu erzählen, sondern sie zur endgültigen Geschichte dieser anderen Person zu machen. Das nennt man doch bei uns gerade eigentlich Wahlkampf, oder? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich muss erst mal drüber nachdenken, was damit gemeint ist. Kann ja noch natürlich ist es die Realisierung von Wünschen und die Umsetzung von Wünschen durch gewählte Personen. Aber ich wollte vielleicht noch mal etwas sagen. Unsere Demokratie in Deutschland ist ja noch ein bisschen anders aufgebaut als die amerikanische, dahingehend, dass wir nicht das feste Zwei-Parteien-System im Grunde kennen, wo einer den anderen doch mit sehr viel Skepsis betrachtet, um es mal vorsichtig auszudrücken, bis dahin, dass man sich eigentlich fast die Gesprächsfähigkeit zu manchen Zeiten abspricht miteinander. Dann sich natürlich immer wieder auch zusammenraufen muss, während bei uns natürlich die Vielfalt der Konstellationen, die wir haben, allein wenn wir uns mal die Bundesregierung und die Regierungen in den Bundesländern anschauen, viel mehr zur Kooperation und zur Koalition und zum Kompromiss treibt. Letztendlich gibt es den Kompromiss natürlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was unsere Parteien alle haben, ist natürlich doch eine gewisse Geschichte, was sozusagen der Gründungsimpuls für so eine Partei war. Bei der Sozialdemokratie liegt das viel länger zurück als bei der Christlich-Demokratischen Union. Aber es sind immer Impulse gewesen, die eine Lehre aus der Geschichte im Grunde oder auch aus einer gesellschaftlichen Entwicklung waren. Die Sozialdemokratie ist eine Partei, die sich aus der Industrialisierung herausgebildet hat, die sich für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt hat. Die CDU ist im Grunde eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, wo Demokraten keine Brücken bauen konnten zwischen Protestanten und Katholiken. Und so haben wir dieses Brückenbauen sehr in unserem Programm. Also immer auch ein Geschichtsimpuls. Aber die Machtbeschreibung ist vielleicht gar nicht so schlecht von Frau Adichie. Gefällt mir. Geht es denn da noch genug um Themen jetzt im aktuellen Wahlkampf, wenn ich Sie da noch mal... Wie bitte? Geht es denn dann noch genug um Themen, wenn man doch, ich wiederhole es mal, die Macht ist die Fähigkeit... Natürlich geht es um Themen. Ja, in den letzten Wochen haben Sie das Gefühl gehabt, dass wir da die Themen genügend in den Fokus gestellt haben? Ob wir genügend dazu gekommen sind, das ist wieder eine andere Geschichte. Das liegt dann aber daran, dass Politiker ja das beantworten müssen, was sie gefragt werden. Und wenn sie nicht nach Themen gefragt werden, dann... können Sie auch nicht über Themen sprechen, sonst heißt es, man weicht aus. Aber es gibt ja schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt, wo doch Themen, die auch die Bürgerinnen und Bürger interessieren, zur Sprache kommen. Also wenn ich jetzt an meine Geschichte mich erinnere, und das findet ja in diesen Tagen gerade wieder statt, diese Wahlarenen, wo Bürger auch zu Wort kommen und Politiker befragen können zu dem, was ihnen wichtig ist. Das sind schon Veranstaltungen, finde ich, wo Themen zur Sache kommen, zur Sprache kommen. I think there might be a common ground between the perceived lack of topics in this election campaign we were just talking about and what you said about social media and the change of public discourse. And we would like to go a little bit deeper into that because you have your own experiences with that and you also wrote a lot about it. And I would like to quote one of the phrases I found very, very impressive. Because sometimes it appears that the more media channels people have at hand, the less they are able to really open up, discuss, and develop a tolerance for other opinions and stances. So you recently criticized the, I quote, social media savvy people who are choking on sanctimony and lacking in compassion. That's quite a statement. Would you like to point out a little bit more closely to us why you think this is happening? Yes, I remember writing that in a fit of rage one night at like 3 a.m. having not slept very much. But no, I stand by it completely.
I think, so this idea of choking on sanctimony and lacking compassion, I think that social media platforms, and again, I say this as somebody who recognizes how social media can be a good thing. And I like to use the example of, in Nigeria, the End SARS protest against police brutality, which happened recently, relatively, and young people organized on social media. So that protest would have been impossible without social media. And I think it was very impressive that it happened. But on the other hand, I think that social media platforms have become a place for people to sort of have this kind of performative, shallow discourse. You cannot actually have real conversations about things. And there's a lot of moralizing. And I also have to say that it seems to be much more common on the political left, and that's my tribe. My tribe is the political left, and it is my tribe that I am looking at with a kind of sort of side eye. There's a lot of moralizing, there's a lot of, there isn't the assumption of good faith when people in public discourse. And I think that's really troubling for the future of discourse. So I think a lot of people who participate in social media have become so afraid of saying the wrong thing, of saying it the wrong way, that they would rather not say anything. Mm-hmm. And there is this loudness in sanctimony and moralizing. And I wish that we could talk about ideas without necessarily moralizing. So for example, I don't think that, I guess I could use climate change, for example. I think there's a lot of moralizing on that topic. I don't think, for example, that a person is morally bad because that person doesn't recycle, or that a person is morally good because that person recycles. I don't think that should be the premise of the conversation. I actually think that people just need to be enlightened and educated, and that the marketing needs to be better. Right? And I see a lot of discourse on climate change. The moralizing, I don't think, is very helpful. But this is true for many other subjects. And so that sanctimony, I think, is very off-putting. And we cannot assume, I mean, obviously the world is full of bad people, but we cannot assume bad faith starting out. Mm-hmm. We have to take the risk of assuming good faith in conversations. And so I, for example, again, as a member of the tribe of the political left, I seek out opinions that are not like mine. I subscribe to rightist. I mean, there's certain things I just will not read because they're ridiculous, but intelligent right, I will read. Mm-hmm. Reasonable right, I will read. So in the US, I'll read the Wall Street Journal and I'll read the Washington Post. And often I'll read the same subject in both papers because I want to know what the two different sort of views are. And it's also important because, you know, I think, of course, that my view is correct, but but I need to know what the opposing view is, because it better helps me, I think, to make sure that my own position makes sense. I don't think we're doing that enough now in the world, and I think that it benefits us to know what the other side thinks. Mm-hmm. Mm-hmm. What you just described means a lot of effort. You have to put into really getting to know different views and comparing and making up your mind and building your own position. If that doesn't happen, experience something that comes together in the term of cancel culture. I would like to turn it to the Chancellor, Frau Bundeskanzlerin. Können Sie mit dem Begriff der cancel culture was anfangen? Erleben wir das auch in der Politik heutzutage? Naja, nicht so richtig. Ich glaube, das bietet eine Menge Interpretationsspielraum. Aber worum es ja vielleicht geht, ist die Breite eines jeden Menschen zu sehen. Wenn wir mal an unsere Verfassung, an unser Grundgesetz denken, dann ist dort die Würde des Menschen im Mittelpunkt. Mhm. Und sie ist unantastbar. Und diese Würde verkümmert manchmal ein bisschen, weil sie so eindimensional definiert wird. Und das gefällt mir bei dem Ansatz von Frau Adichie sehr gut, dass sie darauf hinweist, dass es eben nicht diese Eindimensionalität gibt und dass wir eigentlich neugierig auf die allermeisten Menschen sein sollten und versuchen sollten, was sie motiviert, was sie antreibt, was sie mitbringen. Und dazu muss ich einfach eigene Offenheit, also ich kann und sollte
Und das hat ja auch fast jeder eigene Überzeugungen haben, aber ich darf sie nicht absolut setzen, sondern ich muss immer wieder versuchen, mit anderen auch ins Gespräch zu kommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich ein bisschen in die Schuhe des anderen hineinversetzen muss und mich fragen muss, wie kommt er oder sie zu einer Position. Und daraus kann dann ein wirkliches Gespräch entstehen. Und die Gefahr vielleicht auch der Kommunikation in sozialen Medien, die natürlich heute unsere Realität sind, aber wir müssen natürlich darüber diskutieren, was ist das Gute, was ist vielleicht das auch Gefährliche. Die Gefahr besteht darin, dass wir einmal, dass die ganze Sache sehr klickgetrieben ist, also wer besonders viel Aufmerksamkeit wird in der Frage generiert, wie oft ist das abgerufen. Und so wie der Mensch gebaut ist, ist natürlich die schlechte Nachricht tendenziell schneller sozusagen vermehrbar oder der Hohn oder die Häme über etwas, was misslingt, als, sagen wir mal, das kleine Video über den tollen Einsatz der Feuerwehr- und THW-Mitarbeiter, der jeden Tag erfolgt und sozusagen aber zum Gelingen unserer Gesellschaft ganz viel beiträgt. Und ich glaube, Menschen haben schon eine gewisse Tendenz auch, schlechte Nachrichten oder auch, natürlich sind wir auch nicht alle nur gute Charaktere, also wir lachen ja auch mal, wenn einem was misslingt und manchmal misslingt uns was, dann lacht man über uns, also über mich zum Beispiel oder so, das ist okay, aber wenn darauf das Leben reduziert wird, ich glaube, Menschen haben auch einen ganz großen Wunsch danach, mal was Gelungenes zu sehen. Und wenn man sozusagen nur noch konfrontiert wird mit der Summe von ungelungenem, schlechtem, dann deformiert das die Seele, würde ich sagen. Und deshalb müssen wir uns da eine gute Balance hinbekommen. Mhm. Frau Bundeskanzlerin, Frau Adici hat auch schon ihre Erfahrungen damit machen müssen, dass ihre Sätze und Aussagen aus dem Kontext gerissen worden sind und auf etwas reduziert worden sind. Nun werfen beispielsweise ihre Kritikerinnen und Kritiker Ihnen auch vor, dass ihre Flüchtlingspolitik, ganz besonders der Satz »Wir schaffen das«, für den Aufstieg der AfD, die wachsende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland und die zunehmende Spaltung der deutschen Gesellschaft verantwortlich sei. Was antworten Sie ihnen dann? Dass ich das anders sehe. Dieser Satz hat ja im Grunde zwei Komponenten. Ist ja erstmal interessant, diesen Satz habe ich wahrscheinlich in meinem politischen Leben, das ist ein sehr, sehr Politikersatz, muss man sagen, wenn man mal guckt, wie viele Fernsehspots und von mir und anderen Politikern, wir schaffen das, das ist nichts Besonderes. Es war nur in der Situation etwas Besonderes und ich habe ihn ja auch ausgesprochen. Warum? Weil mir klar war, dass das eine große Aufgabe ist, die da auf uns zukommt. Und deshalb musste ich es nochmal betonen. Normalerweise denke ich, dass wir sowieso die Dinge schaffen. Aber hier fand ich, dass man jetzt mit etwas Optimismus an die Sache herangehen sollte. Aber dass sich um so einen Satz dann auch ein politischer Diskurs versammelt, das ist doch auch klar. Und das ist doch auch gut so in einer Demokratie. Und ich meine, letztlich ist es doch sowieso so, das ist ja auch das Spannende bei Frau Adici, die in zwei Welten lebt, ja irgendwo auch in Nigeria, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was ist eigentlich für unser Denken und für unser Handeln heute unser Referenzsystem? Früher war es mein Dorf, meine Stadt, da bin ich gar nicht groß rausgekommen. Dann ist es die Nation. Mit der Nation ist es zum Beispiel in einem Land wie Nigeria schon mal anders, weil dort sehr viele Ethnien zu Hause sind, die auch wieder eine ganz unterschiedliche Geschichte und Kultur haben. Und dann ist es für uns Europa und dann reden wir von Globalisierung. Und ich glaube, es ist heute für Menschen manchmal gar nicht so ganz einfach, noch zu wissen, bei der Summe von Problemen auf der Welt, wo kann ich mich eigentlich noch engagieren und mein Leben sinnvoll gestalten? Und diese Frage, was ist mein Referenzsystem, die treibt viele Menschen schon um. Und das verstehe ich und darauf müssen wir versuchen, eben vernünftige Antworten zu geben. Ms. Adici, you have surely witnessed Chancellor Merkel's refugee policy in 2015 and the following.
what did you think about it? Oh, I found it very inspiring. And I remember reading that she's said to have said, and I say this because I really hope she said it, because it's, you know, the media can say that people said things they did not say. But I remember reading that she said, "I will not participate in a competition about who can treat the refugees the worst." And I just thought, this kind of decision, you did say it. More or less, yeah. So I found that, and I think just the idea of standing on principle and saying that this is a country that really can afford to be humane and acting on it, I found it really inspiring. And I should say that I feel that, and this is not necessarily as a view that I think is considered sophisticated, but it's one I have, which is that I think that Europe has a moral responsibility for other parts of the world, especially parts of the world in which Europe meddled in the past. And so, you know, we can talk about Syria and what happened in Syria and you know, who enabled it and who didn't, but the fact remains that human beings are deserving of dignity because they are human beings. And it shouldn't depend on what passport one carries, what color of skin one has, what religion one practices. Because we are human, we deserve dignity. And so I felt that she stood on that principle, and I really was inspired by it, particularly because I think it had potential political consequences for her, and because I think that she also understood that she would be dealing with a lot of resistance. And for me, that just is courage. And I admire courage. Wenn ich vielleicht noch eins sagen darf, es gibt ja die Theorie, wenn man so etwas sagt, wir schaffen das, oder ein freundliches Wort über Flüchtlinge sagt, dass dann sofort alle hinhören auf der Welt und sagen, das ist eine Einladung zu kommen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch sich ziemlich schwer tut, seine Heimat verlassen zu müssen. Und ich glaube, dass wir natürlich im Grunde dazu aufgefordert werden, ist ja vollkommen klar, dass wir nicht alle Menschen, die schlechter leben und mehr in Not sind als wir, in Deutschland aufnehmen können. Das ist ja ganz klar. Aber es hat uns darauf gestupst und darauf hingewiesen, dass wir in diesem Falle bei Syrien einen Fehler gemacht haben. Wir haben uns nicht angeguckt, was ist in Jordanien los, was ist im Libanon los, dass die Menschen nichts mehr zu essen hatten, dass die Kinder nicht mehr zur Schule konnten. Und das heißt, wir dürfen diesen Fehler nicht wiederholen, sondern müssen uns dann in der Nachbarschaft, wenn solche Fluchtbewegungen sind, darum kümmern. Und es sind sowieso, manchmal denkt man ja in Deutschland, dass die allermeisten Flüchtlinge in Europa sind. Die allermeisten Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge in den Ländern oder aber in Nachbarstaaten. Wenn ich jetzt an Afrika denke, dort ist ein sehr, sehr großer Teil der Flüchtlinge einfach in Nachbarstaaten, wenn es zu Terrorismus oder islamistischen Attacken oder Ähnlichem kommt. Und das bedeutet dann natürlich, dass wir überlegen müssen, und Sie hatten erst das Stichwort Afghanistan fallen lassen, und das hat auch etwas mit Syrien zu tun, mit dem ganzen arabischen Frühling zum Beispiel. Wir haben damals, als es die Proteste von Menschen gab, in Libyen, in Ägypten, in Tunesien, in Syrien, haben wir schon eine Politik gemacht, die gesagt hat, diese Leute, die da protestieren, die müssen wir jetzt von außen unterstützen. Und wenn ich heute zurückblicke, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wir von außen sehr schlecht das dann sozusagen regeln können. Und das ist eine moralisch sehr schwierige Frage, weil wenn ich an Ruanda denke und damals den Völkermord dort, dann sagt man, wie könnt ihr euch da nicht einmischen? Auf der anderen Seite können wir uns nicht überall einmischen, sondern wir müssen auch sehen, was will die Bevölkerung wirklich, und wir dürfen auch keine falschen Hoffnungen erwecken, dass wir dann sozusagen von außen eine Demokratie, wie wir sie gewöhnt sind, dorthin bringen können. Und diese Gratwanderung, die werden wir noch besser lernen müssen. Das ist nicht einfach, aber wenn wir global vernetzt sind, wie wir es ja sind, wenn wir voneinander wissen, und das hat sich durch die sozialen Medien ja nochmal sehr viel mehr
verbreitet, dass man viel mehr voneinander wissen kann, dann müssen wir auch ganz offen sagen, was können wir leisten und was können wir nicht leisten. Aber 2015 war es so, die Flüchtlinge waren auf europäischem Grund und die standen vor unserer Tür. Und jetzt zu sagen, pass mal auf, zurück übers Mittelmeer, das ist, war für mich kein Weg. Ich habe dann ja auch das Abkommen mit der Türkei zum Beispiel verhandelt, damit vor Ort in der Nähe Syriens Flüchtlinge versorgt werden konnten. Sie haben jetzt gerade von einer Gratwanderung gesprochen. Das ist ja auch eine Verhandlung zwischen dezidierten Positionen. Frau Bundeskanzlerin, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wenn Sie jetzt mal an Ihre persönlichen Erfahrungen dort denken, wie sehen Sie es, wenn wir diese Fähigkeit aufgeben, konstruktiv auf Basis wirklich dezidiert unterschiedlicher Positionen zu streiten? Was bedeutet das für Sie? Was hat das jetzt mit der DDR zu tun? Nun, meinen Sie, wir können es schlechter, oder? Dann basieren Sie es auf Ihrer... Sie haben, eine Sie haben das eben so gesagt, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Also was verbarg sich dahinter? Nun, Sie haben eine intensive Geschichte. Sie können es gerne... Dass ich da meine Meinung nicht sagen konnte, zum Beispiel. Beispielsweise. So. Ja, deshalb bin ich auch sehr, sehr sensibel, wenn man sozusagen eingeschüchtert werden soll, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf, weil jeder muss... seine Meinung artikulieren können, wenn es nicht sozusagen eine hassgepflasterte, also die Würde des anderen verletzende Botschaft ist. Aber in dem anderen Rahmen muss man sich austauschen können. Und ich habe deshalb so ein bisschen geguckt, weil mich hat mal jemand gefragt, sagen Sie mal, so eine richtige Frau, die ostdeutsch ist, sind Sie ja auch nicht mehr, aber können Sie mir mal erklären, wie das zu den AfD-Wählern kommt? Also ich habe keine Lust, Experte für AfD-Wähler zu sein, weil ich aus der DDR komme. So, deshalb habe ich Sie so angekommen. I think the reason that amused me in particular is that I kind of identified with it in a way, because I often also have a kind of prickliness when I think that my Africanness is brought up when it's not necessary. Right? So obviously my Africanness is an identity that I love and would not change for anything, but often when you're in the West, that idea of Africa is so different and so unknowable, can make people say things like, oh, in Africa, do you drink water like everyone else? You know, that sort of thing. And Africa is brought up in ways, and so I too often get quite prickly about it. Or when I think that my novels are read not as literature, but as some kind of anthropology. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. So I was quite amused by by the question. Yet another commonality. That is actually a good point, not to sort of refer to just one narrative. Well, Mrs. Adichie, let's stick to you and one of your most famous lines that I'm sure almost everyone here in the audience has heard, because it's famous, I would say, for its huge popular resonance. You claimed, again, in yet another very successful TED Talk, and then in a Beyoncé song and on T-shirts around the world, that, I quote, "We should all be feminists." Do you still stand by that? Yes. Has it changed at all? Has your appreciation of the term or what it actually stands for you personally, has that developed at all? Has it evolved? Honestly, not really. So I should say that making the choice to come out as a feminist was intentional. And using that word feminist was also intentional. I mean, I understand how much that word historically has been loaded with all kinds of negative stereotypes, and how I think particularly in Europe, it has a politicized sort of element to it, where it's seen as a sort of almost like a political movement. And for me, really, feminism it's a belief system. And it's obviously it's a movement as well, but it's fueled by a belief system. And for me, it's a justice movement. It's fundamentally the belief that men and women are equal. We know that they are, but we live in a world that denies that they are. And so to be a feminist is to say that we acknowledge that they are, that we want to walk towards a world where women are no longer excluded. We've lived in
you know, we've lived centuries of human civilization in which women have been oppressed, excluded, reduced to property, and all of those things. And it still happens in different ways. I don't think there is anywhere in the world where we have full equality between men and women. It manifests itself differently. So obviously, in a place like Afghanistan, it might seem much more dramatic. But in a place like Germany, it exists. And the fact, for example, that the stage has only women is remarkable. Why is it remarkable? If it were all men, it would not be remarkable, it would be normal. Mm-hmm. And I think that people who talk about this event might end up saying, oh, it was nice to see, it was all women. And I suppose, yes, it's nice to see, but I want a world where it's ordinary, where it's no longer remarkable. Mm-hmm. Allerdings muss ich sagen, dass sich da doch was verändert hat bei uns, also jedenfalls in Deutschland, dass man... Also mir wäre das vor 20 Jahren nicht so aufgefallen, wenn auf einer Diskussionsrunde nur Männer gesessen hätten. Heute finde ich das eigentlich nicht mehr okay. Es stört was, da fehlt was. Also ich glaube, wir haben da einen kleinen Fortschritt gemacht, deshalb sind wir aber noch lange nicht bei gleicher Teilhabe angelangt. Bleiben wir noch einen Moment bei dem schwierigen F-Wort, Feminism. Ich erinnere mich daran, dass wir vor 4 Jahren in Berlin beim anlässlich des W20-Gipfels zusammengesessen haben. Da habe ich Sie gefragt, ob Sie sich als Feministin bezeichnen würden. Und da haben Sie sehr lange überlegt und haben dann gesagt, Sie wollten sich nicht mit fremden Federn schmücken, weil andere wie Simone de Beauvoir und Ali Schwarzer und viele gekämpft haben für etwas, was Sie nicht einfach übernehmen wollten. Und dann hatten wir eine ganz interessante Diskussion darüber. Würden Sie im Lichte dessen, was Frau Adichie jetzt gerade gesagt hat, als Glaubenssystem der Fairness, würden Sie das heute anders sehen? Sagen, doch, dann bin ich auch Feministin? Naja, mir hatte ja dann, also für mich ist in der Tat das Wort Feminismus auch verbunden mit einer bestimmten Bewegung, die eben da sehr gekämpft hat, diese Dinge auf die gesellschaftliche Tagesordnung zu bringen. Und deshalb kam das mit den fremden Federn, mit denen ich mich nicht schmücken wollte. Mir hat dann Königin Maxima aus den Niederlanden ja schon das Tor geöffnet, indem sie gesagt hat, im Kern geht es doch darum, dass Männer und Frauen gleich sind im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am gesamten Leben. Und in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Das habe ich ja damals auf der Bühne schon etwas schüchtern vorgebracht. Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Wow. Yay! Das ist doch nice. I want a world where male politicians will be asked this question and will answer as she's answered. I also just wanted to add that talking about how important it is that men and women be equal, it is not at all to say that men and women are the same. Because I think that often people who are not making arguments in good faith will say things like, oh, well, you know, you women want to be men, so, you know, go, I mean, people will say things like that. And I think it's important to say that asking for equality is not the same as denying that men and women are different. In fact, it isn't the differences between men and women that that's the reason for sexism. If women were not, in general, physically weaker, and if women were not, in general, the ones who do the domestic work and most of all who have been blessed and burdened with possible reproductive function. In other words, women have the babies. And because women have the babies, there are real consequences for women's lives. And that has been the case really throughout the time of human civilization. And so I think when we talk about equality, it's important to recognize, for example, that we need to talk about women and what women need in the workplace, what those specific needs to women, which do not apply to men. Mm-hmm. And I say that because, so I come from a country where women who go in to be interviewed for jobs are often asked things like, are you planning to get married anytime soon? Mm-hmm. And it's a question that is loaded because they're watching her and thinking, she's probably going to get pregnant, mm-hmm. and we don't want that. And I think that it's important to protect women in that way. It doesn't apply to men, but there are some men who will say to you, well, since you want equality, we have to be treated the same.
But that's not the, that's, so I guess my point is we need to recognize the differences. And when we talk about equality, we cannot treat people who are not equal as though they are equal. We have to make them equal. Hmm. Yes. The belief system. Yeah. Yes. So, Ms. Adichie, you have not only been very vocal as a feminist, you've also been really vocal about your distinguished love of fashion. And you have been very vocal about the fact that you really prefer wearing Nigerian-made clothes, as we can see, which is stunning. You call this fashion nationalism. What stands behind that term for you? Who told you this is Nigerian? This is from Dusseldorf. I hear Dusseldorf is the fashion capital of Germany. It is, actually. So happy to be here. I wanted to wear this. This is actually my mother's old George wrapper that for many years my mother owned. And so traditionally it's tied around the waist and then you wear a blouse with it. And I took it and I repurposed it and turned it into a dress. And my mother's been gone just a few months, and I wanted to wear it because she would have been very happy for me to be here. She really admired Chancellor Merkel. And I remember watching one of the G8 meetings with her. And you know, when they do the photo call and there were all these men and then there was Chancellor Merkel, and my mother said, she's the one holding all of those things together. And obviously my mother was the first woman to be registrar at the University of Nigeria where I grew up. And so she was also in many ways a woman who opened doors and who you know, in some ways sort of broke boundaries. And yeah, so I wanted to, I really, it was important for me, it sort of has real emotional significance for me, this one. But in general, fashion nationalism, I think I just wanted to, well, first of all, I think I just coined that expression. I think I was just trying to sound profound. But it really is that I think there's a lot of talent in Nigeria, and I think I'm fortunate to have a platform that's international, and I just wanted to use that platform to showcase Nigerian talent. I mean, there's just Nigerians, we have it. Frau Bundeskanzlerin, wie steht es denn mit dem deutschen Modenationalismus bei Ihnen? Naja, also ich finde das erstmal total richtig. Es, sagen wir mal, mein Outfit, wie man so schön sagt, ist ja überschaubar und auch sehr deutsch. Ich freue mich immer an Farben. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei in afrikanischen Ländern ja auch sehr, sehr ausgeprägt ist, die Farbenfreudigkeit. Und ich sag mal, die Ehefrauen oder Gattinnen französischer Präsidenten tragen französische Modemarken. Michelle Obama hat sehr auch darauf geachtet, bestimmte junge Modelabel nach vorne zu bringen. Also das ist, ich glaube, das ist richtig und gut. Und Frau Achille hat erst gesagt, sie möchte nicht immer auch gleich so ihre Romane verstanden wissen als mit so einer Art anthropologischer Wegweiser. Das Problem ist ja, Frau Adichie, dass wir so sehr wenig wissen von den verschiedenen Kulturen afrikanischer Länder. Wir sind ja einfach ganz unwissend. Und das kaschieren wir dann manchmal auch, indem wir da nicht groß nachfragen. Und aber ich sag mal, wer sich jemals beschäftigt hat mit den Ethnien in Afrika, und ich bin da wirklich jetzt keine Expertin, und dann sich mal angeguckt hat, was Ende des 19. Jahrhunderts die Kolonialmächte dann für Grenzen gezogen haben, und wenn man plötzlich eben nigerianische oder nigrische Politiker hört, die sagen, meine Tanten und Onkel, die leben alle hier in, zum Teil in Niger und zum Teil vielleicht, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Mali und so. Und dann habe ich aber auch einen Teil von Nigeria, da habe ich überhaupt keine Verwandten, weil dort ganz andere Ethnien gelebt haben. Wir haben da schon ganz schöne Striche gezogen auf dem afrikanischen Kontinent, die das Nation Building auch erschweren. Und wir müssen interessierter sein, und dann entdeckt man unheimlich viel, und deshalb finde ich, kann Mode ja auch ein Anknüpfungspunkt sein, wo man einfach mal drüber spricht, wie zieht man sich bei euch an, wie zieht man sich bei uns an, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede. Mhm. Mhm.
Yeah, I just want to add, I do agree very much with them. And I think it's such an important point about how often we're not knowledgeable, but we hide it. And I think in some ways it's connected to what we talked about earlier, that we now live in a world where we're so careful about getting things wrong that we just choose not to talk. And I think it's just, it's dangerous for us as a species. I actually sometimes find myself thinking that we seem to be participating in our own decline as a vibrant human community. I'm very much a believer in asking questions and in curiosity. I think of myself as a student of life and for life. And I think maybe the reason that people like me who are from, you know, parts of the world that are not considered powerful economically or politically is that it's very easy for condescension to become part of the conversation. And that's why the question isn't whether one should ask questions. People should, but I think it's how the questions are asked. And I also think that most Africans are emotionally intelligent enough to know when a question is coming from a good place and when a question is paternalistic nonsense. And I'm a very keen supporter of asking questions. I think it's important. If we do not ask questions, if we do not show curiosity, we cannot learn about one another. And if we don't, we just don't progress as a human species. So I don't mind being asked about whatever about Nigeria. It depends on how. Mm-hmm. So when I talk about my novels being read as only anthropology, it's often, for example, being told that a father character represents the repression in Nigeria's military dictatorship, which goes back to the pre-colonial construction of... And I'm thinking, no, it's just a father character. Right? But on the other hand, I do believe in learning from literature. Actually, I learn from literature. I learn from reading about different parts of the world. When I went to the US, the reason that I started to understand America was because I started to read all kinds of novels about America. When I was growing up, the reason that the world for me became familiar was because I read novels about the world. And often when I'm going to a new country, I don't only read, you know, usually I'll try and read a bit of nonfiction about its history, but I usually want to read a novel because it gets me to see what the texture of life is like in those countries. Mm-hmm. Could you, Ms. Adichie, once explain to us, we touched upon the danger of a single story in the course of this conversation several times, but when you had that thought and you prepared that talk, what was the single story? Was it related to what you were just talking about regarding your life? Do you know, honestly, I don't know. I just remember being so terrified that I had been asked to give the TED talk and I had no idea what the hell to talk about. And everybody was, you know, I went and looked at past TED talks and people had talked about how they built schools and built wells in the desert. And I thought, my God, you know, I haven't done anything. And so the one thing that I remember thinking that I deeply cared about was this idea that we cannot reduce people to single things. I think it came from my own experience, going to the US and realizing how little my American contemporaries knew about the world that I came from. And so how before they saw me, they felt pity for me. And I just thought, what? Right? And I realized very quickly how they had reduced me to this stereotype of Africa, a place where you know, a place that commands your pity, but never your respect. And I also realized that I was guilty of it. So actually I remember when I went to Mexico for the first time and how I was surprised to see that Mexico was a vibrant place full of all kinds of people doing all kinds of things. And I felt so ashamed of myself because I had come from America where Mexico was portrayed as this single thing of just the most abject immigrants. And I had bought into that without realizing it. Mm-hmm. And so for me, it was sort of, if I had an aha moment that led to that TED talk, it was when I was in Guadalajara. Mm-hmm. And it was the shame I felt. And I thought, my God, why am I surprised? Mm-hmm. And so later, when I was thinking about the TED Talk, it was kind of what inspired it, which was sort of my way of saying, everyone else beware, don't do what I did. So it was actually you reducing, in a way, some people to at least one story that you had heard. Oh, yes, yes, yeah. Sadly. I'm working hard on it now.
Frau Bundeskanzlerin, bei Ihnen fallen einem ja durchaus auch einige Geschichten ein, einige dominierende Erzählungen auch aus Ihrem Leben. Sie waren beispielsweise oft die erste Frau in Ihrem jeweiligen Amt. Welche Geschichten würden Sie denn sagen, vielleicht auch welche Geschichte hat Sie denn stark geprägt? Wir wollen ja heute nicht auf eine Single Story gehen, aber welche würden Sie sagen, hat Sie wirklich stark geprägt? Naja, mich hat, glaube ich, geprägt, dass ich manche Diskussionen, also welche Geschichte hat mich geprägt? Also mich hat sicherlich vieles geprägt. Mich hat geprägt, dass ich als Kind mit geistig Behinderten zusammen aufgewachsen bin und da einfach keine Furcht und keine Berührungsängste hatte. Mich hat sehr geprägt, glaube ich, dass ich Physik studiert habe. Physik habe ich studiert. Ganz sicher, weil in der DDR auch die Naturwissenschaften nicht verbogen werden konnten, also die Schwerkraft und die Masse bleiben halt das Gleiche, selbst im Sozialismus. Aber ich hätte in der alten Bundesrepublik sicherlich nicht Physik studiert. Dann habe ich aber ein Fach studiert, bei dem 70 oder 80 oder 90% Männer das studiert haben. Also ich war immer oft, also jedenfalls eine Minderheit als Frau im Physikstudium. Und ich habe dann hat mich sehr geprägt, dass ich immer den Eindruck hatte, wir gehen unterschiedlich an die Dinge heran, zum Beispiel beim Experimentieren. Männer haben, jedenfalls meine Kommilitonen, es gibt ja auch nicht die Männer und die Frauen, wir sind ja auch unterschiedlich alle, aber die haben oft sofort alles angefasst und losgelegt und irgendwas gemacht. Das war dann aber auch nie erfolgreich. Und ich habe da immer gesessen und geguckt. Aber dann waren natürlich alle Experimentiertische schon belegt, bevor ich fertig war mit Gucken. Und dann musste ich mir so einen anderen Angang suchen und erstmal den Platz reservieren und sagen, so, und jetzt mache ich es auf meine Art und Weise. Sowas hat mich schon geprägt. Und bis dahin, dass ich dann manchmal gedacht habe, man müsste bestimmte Fächer vielleicht doch getrennt Mädchen und Jungen unterrichten. Und dann, weil man dann Mädchen auch mehr Mut machen könnte für Naturwissenschaften. Ja, das hat mich geprägt. Gab es denn ein Narrativ, gegen welches Sie ganz besonders eigentlich immer angegangen sind, wo Sie gesagt haben, da möchte ich mich gegen wehren, das möchte ich mir so nicht immer wieder... Und geprägt hat mich natürlich, dass ich das Glück hatte, aus einem Elternhaus zu kommen. Mein Vater war Pfarrer, wir waren ein offenes Haus, da waren Menschen unterschiedlichster Gedankenrichtungen immer da und es wurde mit jedem gesprochen und mit jeder gesprochen. Da wurde keiner irgendwie die Tür zugemacht, weil das jetzt nicht die Meinung war, die wir vertreten haben. So, und was wollten Sie jetzt? Jetzt hatten Sie, habe ich die falsche Frage beantwortet. Das macht nichts. Auch Pluralität im Elternhaus, auch sehr prägend für Sie. Gab es auch etwas, wo Sie gesagt haben, dagegen wehre ich mich, gegen dieses Narrativ? Naja, zum Beispiel, was mir nach dem Satz, wir schaffen das, so unterstellt wurde, bis hin zu Gerüchten, die die Runde machten, ich hätte diese Flüchtlingspolitik nur gemacht, weil ich UN-Generalsekretärin werden wollte und deshalb gut zu anderen Ländern sein müsste, weil ich die Stimmen anderer Länder brauchte. Und das war vollkommener Quatsch, also frei erfunden. So, ja. Also sowas habe ich auch schon erlebt. Ja. Sie sind ja im Laufe der Zeit immer mal wieder nach Afrika gereist. Sie waren in Senegal, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Niger, um mal ein paar zu nennen. Äthiopien, Südafrika. Genau, jetzt kürzlich auch wieder. Oft natürlich auch mit Themen wie Fluchtursachen und vielen, vielen anderen, die wir schon angedeutet haben, verbunden. Und in den Medien ist immer mal wieder geschrieben worden, Afrika sei ihr Schicksalskontinent. Haben die sich da aber was ausgedacht oder können Sie damit was anfangen und stimmt da was dran? Nein, also Afrika fasziniert mich. Mhm. Und Afrika ist ja, also das ist so, als wenn jemand aus Amerika sagt, sie kommen aus Europa. Mhm. Also Afrika ist ganz unterschiedlich und es sind 54 verschiedene Länder mit ganz unterschiedlichen Traditionen. Aber Afrika, also mich fasziniert, dass es ein so junger Kontinent ist. Ich meine, wir haben ein Durchschnittsalter von 46 Jahren vielleicht oder 45 oder 47 und viele afrikanische Länder haben ein Durchschnittsalter von 15, 18, 19 Jahren. Und das bedeutet natürlich, dort ist eine sehr fordernde Jugend auch, die leider oft ihre Wünsche nicht erfüllt bekommt, aber es ist auch ein
junger Spirit. Und ich werde nie die Geschichte vergessen, da habe ich mal so einen Hörfunkpreis verliehen, wo von einem äthiopischen Migranten berichtet wird, der seine Mutter anruft und sagt, Mutter, hier könntest du dich auf die Bank im Park setzen, hier würde keiner sagen, dass du alt bist. Hier sehen die alle so aus. Und ich bin da einfach sehr, sehr neugierig und ich glaube, dass ich bin manchmal betrübt, dass so wenige Länder genügend wirtschaftliches Wachstum haben. Ich bin sehr betrübt, dass wir durch den Zusammenbruch des Staates in Libyen eine riesen Terrorismuswelle jetzt haben in einigen Staaten Westafrikas. Also wir haben schon auch viele Probleme, aber insgesamt glaube ich, dass die Länder Afrikas ein sehr, sehr großes Potenzial haben. Ich habe ja dann diese Initiative bei G20 gemacht, Compact with Afrika. Oft machen wir etwas vor Afrika, aber Afrika braucht gar nicht uns, sondern Afrika hat seine eigenen Pläne, seine Agenda 2063 und so weiter. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer wie die kommen, die sagen, ja, pass mal auf und macht nicht den Fehler und macht nicht den Fehler und das haben wir auch schon mal alles erlebt, sondern die Länder Afrikas haben ein Recht darauf, ihren Weg auch zu gehen. Und das finde ich sehr spannend. Ms. Adichie, is that something you can relate to or could you embellish on that in a way that you tell us how you perceive the Western initiatives? What do they write and what do they in the wrong way? Oh, we don't have the time for me to tell you my thoughts about that. Actually, but I'm thinking about, you know, I think the question about her visits to African countries, and I think the kind of framing was about Africa as the needy continent, which in some ways is true. But actually, I wanted to ask Madam Chancellor about her visit to Nigeria and her... I remember in 2019, our president, there was a lot of sort of excitement because we were told that there had been a memorandum of understanding with the German company, is it pronounced Siemens or Siemens? Siemens. Yeah. Siemens. 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 Yeah. And so we were told that Siemens had done this miraculous work in Egypt and in Afghanistan, I think, and maybe in Iran, I think, with electricity, and that Siemens would then fix our electricity problem, which has been the bane of Nigeria really since independence, electricity. And we were told that this had the full backing of Chancellor Merkel and the German government. And we were all very excited. And it's 2 years later and nothing has happened. And so I wanted to know if you know about it. Of course, not holding you responsible for Siemens, but really it was, I mean, we were told that the German government had made this happen. So I'm just wondering why we still don't have improved electricity. Yeah. Okay, also ich nehme das mal zum Anlass nachzufragen. Es gibt ja verschiedene Gründe. Der eine ist, dass dann doch Finanzierungsprobleme aufgetreten sind. Also wir haben sehr häufig die Sache, wenn Investitionen getätigt werden sollen, welche Finanzierung gibt es dafür? Da haben wir auch viele Jahre einen Fehler gemacht. Mir hat dann irgendwann mal jemand erklärt, ihr braucht nicht zu denken, wenn ihr mit euren Unternehmen hierher kommt und ihr habt keine Finanzierung dafür. Die Chinesen haben immer eine Finanzierung für ihre Projekte und deshalb nehmen wir das sozusagen im Gesamtpaket. Es kann sein, dass der nigerianische Staat, hatten wir mal bei einem Projekt in Ghana, zu viel Local Content fordert. Also dann kommt sozusagen ein deutscher Investor und sagt, ich mache jetzt was für die Stromversorgung. Dann sagt das afrikanische Land, meinetwegen Nigeria oder Ghana, ich möchte aber, dass 50% sozusagen im Land hergestellt werden davon. Das ist tendenziell richtig, aber oft scheitern die Projekte, weil man, wenn man jetzt meinetwegen Solardächer baut oder Windmühlen oder eben Gaskraftwerke, dann und man fängt sozusagen von Null an und es gibt noch keine industrielle Basis, dann gleich mit 40% oder 50% Local Content einzusteigen, kann so ein Projekt auch zum Erliegen bringen. Ich erkundige mich danach. Sollte das in Lagos sein oder wo sollte dieses Siemens-Projekt sein? Wissen Sie das noch?
No, I don't think we were told where exactly, but I think we were told how many megawatts and that it would be done in, I think it was supposed to sort of increase by, I don't know, something like 7,000 in 1 year, and then in 2 years it was supposed to go to 15,000. Sie kriegen eine Nachricht. Woran es lag. Haben wir noch einen schönen Berührungspunkt. Ich war leider sehr hastig in Nigeria, das muss ich sagen. Ich hätte dieses Land lieber sehr viel länger besucht. Was man bei Reisen nach Afrika, auf den afrikanischen Kontinent immer unterschätzt, sind diese wahnsinnigen Entfernungen. Das sind riesen Entfernungen von Ost nach West und von Süd nach Nord natürlich sowieso. Und allein Nigeria ist eben ein riesiges Land und mit ganz vielen unterschiedlichen Ethnien. Und ich glaube, man war eigentlich nicht richtig in Nigeria, wenn man nicht in Lagos war. Das Leben pulsiert nicht in Abuja, sondern in Lagos. Ist das richtig, meine Vermutung? Yes. And I think that if you you might have a bit more free time in a few weeks, so please come to Lagos. Absolut. Absolut. Und es könnte sein, dass ich das, was ich in Afrika noch nie, also dass ich afrikanische Länder besuche, ja. Das ist ja ganz interessant. Ich habe die deutsche Politik, das ist vielleicht nicht so bekannt, über die Jahrzehnte hat eigentlich sehr häufig Ostafrika besucht und Südafrika natürlich sowieso. Aber der westafrikanische Teil, der war ja sehr, da waren ja sehr viele Länder französisch sprechend und aus der Kolonialzeit, mit Ausnahme jetzt nehmen wir mal nicht Ghana und Liberia, aber sonst sehr viele dort. Und da haben deutsche Bundeskanzler eigentlich wenig Besuche gemacht. Es gibt Länder, da war vor mir noch kein deutscher Bundeskanzler jemals gewesen. Und wir haben jetzt auch angefangen, sozusagen gerade diesen französischen Teil viel stärker zu beachten. Aber da hat man dann eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Länder zu beackern. Also das ist 54 eben. Die Europäische Union ist schon kompliziert mit 27 und dort sind es eben 54. But I can hear that there will be a future meeting in Lagos between the two of you. I think there's an invitation from Adichie. Yes, absolutely. Oh, it'd be. Wenn Frau Adichie mich empfängt, dann bin ich da. Das sage ich zu. Wonderful. It's done. Ms. Adichie, talking about Nigeria, which is very close to your heart, let's talk about something else that's very close to your heart. Today is kind of a special day because it's the publication of the German version of your most recent book, Notes on Grief. The German title is Trauer ist das Glück, geliebt zu haben, which is quite a beautiful translation. And the piece is stunning. The text is a really stunning description of your grief, very unfortunately, because you have recently lost both of your parents. And this happened during a year of social distancing and physical separation. So I'm wondering, how have you been able to experience this really profound grief of losing them so close to each other in a time of isolation, of global isolation? I don't know how people ask me how I'm coping, and I honestly and sometimes people have said, you're strong. And I think, actually, no. I think part of grief is pretending. You learn the art of pretense. Mm-hmm. And you kind of just keep going because you have to. And I was very close to my parents. I had just the loveliest parents. And when my father died last June, it was in the middle of lockdown. I was in the US. My parents were in Nigeria. My father died in my ancestral hometown. And not being able to travel because the Nigerian airports were closed was very difficult. I think there's something about loss that your first reaction is disbelief. And so even though on a Zoom call with my siblings, my brother Okey was there with my father when he died, I saw my father's body on the screen, but it still felt unreal. And the fact that I could not travel, and even the fact that the roads outside my American home were utterly silent, it just made it all even more surreal. And so I would wake up in the morning and think, wait, did it actually happen? You know, daddy actually died?
And then finally, when I was able to travel and I went back home, just the fact that the world had changed, that, you know, there were new rules for funerals, that, I mean, that everything had changed was, I don't know, it made that constant disbelief that that is part of grief, it made it even more, it heightened it. Mm-hmm. And then my mother died in March. My mother died on my father's birthday, which just felt like a very bad plot twist in a very bad novel. Mm-hmm. And my parents had been very close and had a wonderful friendship. And so when my mother died, I was in Nigeria. She was in Nigeria as well. So it didn't, the sense of the surreal was there, but I think in some ways, because the distance was less, it wasn't quite as surreal. Instead, it was just the most horrible, direct pain. Mm-hmm. You know, I just thought, what the... So taking the German title, which is a beautiful quote actually from one of your novels as well, which is in full, grief is the celebration of love. Those who could feel real grief were lucky to have loved. What have you learned in the last few months about this feeling of lack of love while also suffering, actually? Mm-hmm. I remember when I wrote that in a novel, but then of course I hadn't experienced real grief. But I still think that grief is about love. And I still hope to get to a point where all I will feel is gratitude to have loved. Mm-hmm. I'm not there yet. Mm-hmm. I still feel very angry about losing my parents the way that it happened. But I do think that when you really think about it, grief is love. Grief is love. If you haven't loved, then you cannot grieve. Mm-hmm. And yeah, and I'm learning and trying. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch einen Verlust erlitten. Sie haben 2019 Ihre Mutter verloren. Können Sie damit was anfangen? Die Beschreibung Trauer ist sozusagen ein Ausdruck von Liebe, geliebt zu haben? Ja, damit kann ich sehr viel anfangen, weil ich glaube, dass nur ein Mensch, den man geliebt hat, die Trauer hervorrufen kann, weil das ist ja sozusagen die Antwort dann, dass man ihn nicht mehr hat, nicht mehr direkt mit ihm sprechen kann, das ist die Trauer. Und ich werde das Buch, wenn es jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, gerne lesen, weil ich hatte ja mehr die Situation, dass ich zu den Beerdigungen meiner Eltern kommen konnte und dass ich auch sehr nah war, als sie gestorben sind. Aber trotzdem ist es ein Abschied. Also ich kann mit dieser Beschreibung, was ist Trauer, sehr viel anfangen. Ich stelle mir das schwierig vor in so einer politischen Position wie der Ihren, weil irgendwie, es gibt so wenig Privatraum. War das eine ganz schwierige Situation? Natürlich ist es eine schwierige Situation, weil das ist etwas sehr Privates. Und wenn man dann immer irgendwie angeguckt wird, wie sieht es denn aus und sieht man was und... Das finde ich schon schwer, aber das gehört zum Beruf dazu. Da muss man sich seinen Raum bauen. Aber da muss man dann auch, also ich habe es jedenfalls immer so gemacht, dass ich mir dann auch diesen Raum, da habe ich dann auch niemanden reingelassen, der da nicht hingehörte. Und es ging. Aber wenn Sie dann 3 Tage nach dem Tod der Eltern meinetwegen eine Regierungserklärung halten müssen oder so, das ist... Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin dann mal weg. Und das ist schon auch etwas sehr Spezielles. Aber es gibt auch sehr viel Verständnis von Menschen, die das dann auch verstehen, dass man da seinen Raum braucht. Ms. Adichie, can you relate as a person, also at least a public person? Of course, Chancellor Merkel has as even higher demand, public demand certainly, but can you relate to that need for really creating a space that is entirely yours for this kind of mourning? Yes, and also in some ways the reverse, which is that for me this process of grieving has been a learning experience, because grief hasn't quite been what I imagined it would be. I thought it would be this just steady sadness in which I would curl into myself and never want to come out. But actually, I've sometimes found it comforting to not be private about my grief. Mm. And the only time, for example, that I have read comments on social media is when I put up posts about
my father when he died and my mother when she died. And I spent a day in bed crying endlessly because I was reading comments that people had written, and I was so moved by the kindness of strangers and by people who had shared their own stories of grief, which somehow gave me comfort and strength, and people who just seemed to understand what it felt like. And so in a way, my act of public grieving, putting up information about having lost my parents, I felt really brought back to me a lot of good. I felt after my hours of crying in bed, I felt lighter. And I was grateful for it. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich gesagt habe, man muss sich seinen Raum schaffen, da meinte ich auch nicht, dass man nicht mit anderen Menschen auch darüber spricht. Man spricht ja mit Menschen, die man kennt. Und ich habe zum Beispiel auch, gerade wenn die eigene Mutter stirbt, gibt es ja viele, viele Völker auf der Erde, die das nochmal als einen ganz besonderen Verlust empfinden. Und dort haben ja auch sehr viele internationale Kollegen von mir zum Beispiel geschrieben und sehr bewegende Briefe. Aber um das zu verarbeiten, braucht man dann eben seinen Raum. Und der ist dann nicht sozusagen die aktuelle Politik, das was ledig. Frau Bundeskanzlerin, ja. Sie werden ja jetzt irgendwann nach dem 26.09. aus dem Amt scheiden, und zwar wieder ganz besonders, denn Sie sind die erste Bundeskanzlerin Deutschlands, Männer eingeschlossen, logischerweise, die aus eigenen Stücken und selbstbestimmt aus dem Amt scheidet. Das ist ja eine ganz besondere Autonomie. Was bedeutet Ihnen die Autonomie? Naja, ich meine, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich immerhin viermal gewählt worden bin und eine Regierung formen konnte. Und jetzt war für mich klar, dass der Bogen beendet ist und dass man jetzt etwas anderes braucht, etwas Neues für das Land. Und es ist eine spezielle Erfahrung natürlich zu wissen, du musst dich heute den ganzen Tag konzentrieren und morgen und so weiter. In Deutschland kommt ja noch die Spezialität dazu, das ist ja nicht wie in Amerika, dass man den Tag kennt, an dem die Amtsübergabe erfolgt, sondern nach dem 26. September kann es vom Konstituierung des Deutschen Bundestages sehr schnell gehen, es kann sofort sein und es kann auch noch 2 Monate dauern. Das lässt unsere Verfassung ja zu. Und jeder Tag, den ich Bundeskanzlerin bin, muss ich mit voller Aufmerksamkeit sein, weil immer vieles passiert. Und dann muss man natürlich dann ist plötzlich ein Tag und da kommt dann ein anderer so. Und deshalb ist es einerseits, sagt jeder, und bald sind sie ja nun nicht mehr da. Und jetzt ist jetzt vielleicht die letzte Rede und vielleicht das ist das Letzte und das ist das Letzte und das ist das Letzte. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist aber, dann ist eben plötzlich Afghanistan-Abzug, dann ist plötzlich eine apokalyptische Flut, dann ist plötzlich irgendetwas. Und da fragt kein Mensch, ob das jetzt 100 Tage vor meinem Ausscheiden als Bundeskanzlerin ist, sondern ich bin meinem Amtseid so verpflichtet wie am ersten Amtstag im Jahre 2005. Sie haben, um nochmal kurz bei dieser Übergabe Ihres Amtes, die ja nun mal irgendwann dann bald ansteht, haben Sie kürzlich auf die Frage hin, was Sie denn direkt danach gerne machen würden, haben Sie kürzlich, ich glaube in Amerika, gesagt, Zitat, ich werde versuchen, etwas zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Und das ist erstmal ein super Plan, so für die ersten Wochen oder Monate. Aber mich würde wirklich interessieren, was ist denn das Narrativ von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, danach? Welche Geschichten möchten Sie denn in der Zukunft in den nächsten Jahren noch schreiben? Ich habe überhaupt, ich hab kein Narrativ. Sondern ich habe mir wird ja immer unterstellt, dass ich permanent irgendwie schon, ich lebe in der Gegenwart, mehr als manche andere. Ich finde sowieso, wir sollten wieder mehr in der Gegenwart leben. Manche leben nur in der Vergangenheit und andere leben immer nur in der Wahrsagung der Zukunft. Aber man kann die Gegenwart versäumen. Das ist eine ziemlich dumme Sache. Äh,
wenn man eigentlich immer schon einen Tag weiter ist. Und nein, und deshalb wollte ich Folgendes sagen, und das meine ich sehr ernst. Ich bin in die Politik gegangen im Jahre Ende 1989, Anfang 1990. Und seitdem hat sich mein Leben unglaublich so entwickelt, faszinierend entwickelt, dass ich eigentlich nie wieder einen normalen Arbeitstag hatte, sondern dass ich immer politisch sozusagen gefordert war und damit natürlich auch ein Stück weit aufgehört habe zu fragen, was würde mich außer Politik jetzt noch ganz brennend am allermeisten interessieren. Und da ich ja nun auch das Alter von 67 erreicht habe, hat man ja auch jetzt nicht unendlich viel Zeit. Das heißt, ich möchte schon in der jetzt kommenden Lebensphase mir genau überlegen, was kommt denn in mir so hoch, was ich jetzt machen möchte? Möchte ich schreiben? Möchte ich reden? Möchte ich wandern? Möchte ich zu Hause sein? Möchte ich in die Welt fahren? Und dazu habe ich mir vorgenommen, mache ich eben erstmal nichts und warte mal, was so kommt. Und das, finde ich, ist sehr faszinierend. Also ich habe nicht vor mir jetzt sozusagen, ich werde schon noch irgendwelche Einladungen, also nicht, ich werde Einladungen bekommen, aber wenn ich mir dann wieder so eine Agenda mache, weil ich Angst vorm Vakuum habe, Horror Vakui, das möchte ich nicht. So. Auf jeden Fall sind Sie nach Lagos schon mal eingeladen. Also die Verabredung steht. Das steht. Aber ich kann noch nicht sagen, wann. A wonderful way of being in the present is reading literature, or of course also writing literature. If we read more, would this be a nicer, a more peaceful, a more tolerant world? Yes. Thank you. That's a very precise answer. No, but I do think it's true, and I don't say that just because this happens to be, you know, my world, that literature happens to be what I do. I really do think that if we read more literature, and I should say that reading in general is fantastic, but it does matter what one reads. And I think it also matters how one reads. Mm-hmm. So when I say read, I don't mean read text messages or read tweets. I mean read something that is continuously long, mm-hmm, and makes sense and is properly punctuated. Mm-hmm. And has good grammar, mm-hmm, and often this means, you know, novels and, you know, literary writing. And I think what I've noticed in just meeting people is that in general, people who read just seem to be, I think, more. No, I shouldn't say that actually, because there are people who do not read who have that. But I think reading literature is more likely to make you have a sense of empathy. Mm-hmm. Because it introduces you to a kind of complexity about human nature. And empathy helps us, I think. I think we need more empathy in the world. Mm-hmm. Frau Bundeskanzlerin, haben Sie auch eine Frage an Frau Adichie? Jetzt haben Sie noch hier die Chance. Eine letzte Chance. Eine allerletzte Frage für diesen Naja, Abend. Ich würde jetzt, weil sie gerade über das Lesen gesprochen hat und ich glaube ja, Lesen ist etwas, wo ja auch die eigene Fantasie angeregt wird. Man muss sich auf etwas einlassen, was beschrieben ist. Und man muss aber mehr Fantasie noch reinstecken, als wenn man jetzt meinetwegen einen Film sieht. Beim Film ist einem ja schon vieles aufgearbeitet dann wieder. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, und das würde ich Sie gerne fragen, Frau Adichie, ob die Fähigkeit lesen zu können, ob Sie glauben, dass die uns ein bisschen abhanden kommt. Ich habe manchmal den Eindruck, heute muss man zu allem einen Erklärfilm machen und ein Erklärstück und ein kleines Video. Also früher habe ich aus dem Backbuch halt das Backen gelernt. Heute kriegt man gleich mal ein Video, wie man das alles macht. Machen Sie sich Sorgen um die Fähigkeit der Menschheit zu lesen zu können? Yes, I'm actually very concerned about it. But I think we can live in a world with both. In other words, I think we can watch videos of Rezo. Yeah. I think we can watch videos of Rezo and also read Rezo. Mm-hmm. Yes. The young person who makes the exciting videos about politics. Yes. Exciting. die Zerstörung der CDU. Tief in die deutsche Parteiengeschichte eingestiegen. Oh, I'm very interested. I'm interested in Germany. I find Germany fascinating, in good and bad ways. Could I just say, but yes, I am concerned about reading. And actually, I really worry about it because I think
we increasingly have short attention spans, and maybe it's because of technology and things being quick and fast. And I personally am not a fan of videos. I mean, I think I can see the usefulness in them, but often they slow me down, if that makes sense. Like, I want to read, so I can decide my own pace. Mm-hmm. But the video kind of forces you to follow it. And often I find also that there's a shallowness to getting information from videos. I would rather read. Reading gives you more opportunity for depth. Mm-hmm. But I think because young people, there's a generation that's growing up with, sort of audiobooks. And my publisher is here, so I don't want to... audiobooks are fantastic, however. However, I still really think there's a difference. And I cannot do audiobooks. I just can't. Because I think certain things need to be read. The way that I think our brains function when we read is quite different from when we listen. And maybe some things work for listening, but I think some things should be read. And so I guess my point is, let's just try and read more, like proper books, not tweets and things. Aber jetzt muss ich gleich noch eine Frage hinterstellen. Frau Adici hat nämlich gesagt, sie findet Deutschland ganz entspannt und mit seinen positiven und negativen Seiten. Was sind die positiven, was sind die negativen? Ein Beispiel. Sehr gut. Okay. How much time do we have? No. All right. Maybe I should be polite and start with the positive. Positive thing about Germany is, and maybe this is stereotypical, just how terribly organized things are. And so I came from Lagos, which I think is fair to say is not the standard for organization. And I love Lagos, by the way, I should say. But just arriving from Lagos and getting into Germany, I thought, my God, things work. Right? I mean, this place is so bloody organized. And I admire that. Negative. So I was told, for example, how Germans came out in protest when George Floyd was murdered in the US, and how this seemed to really touch many Germans. And I thought that was lovely and very moving that Germans were standing up for racism. But it made me think how in this country, and I think in many other Western European countries, anti-black racism is often framed as an American problem. And it seems to me that that's an American problem, but what about that problem in your own backyard? Mm-hmm. So in other words, what is the situation of black Germans in Germany? Mm-hmm. And the reason that I find that to be a negative thing is that about 2 years ago when I came to Germany and I was in Berlin and I had a conversation about my novel Americana, which is among other things about blackness in America and racism, and I asked a question about black Germans, and I said, what is it like? How do you talk about race? And I was told, oh, we don't talk about race because there isn't a word for race, because that word harkens back to the Nazi era, so we cannot talk about race. And I thought, but that's such a strange thing, because obviously I understand how important it is to be, and I think Germany seems to be, acknowledging its history and being careful about it, but there are black Germans whose lives are affected by being black Germans. And if they cannot, if they do not have the language to talk about that reality, then it's a problem. Mm-hmm. So that's the negative. I guess if there is a question, it is how... Ja, also das dahinter steckt etwas, niemand würde sagen, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Das Wort Rasse ist nur ein Wort, von dem wir glauben, dass es schon als Wort falsch ist, weil es insinuiert, dass die Menschen unterschiedlicher Rasse sind. Also dass die Menschen doch große Unterscheidbarkeiten haben als Menschen. Und wir sagen, es gibt nicht die Rasse A, B, C, D. Und das heißt aber nicht, dass es keinen Rassismus bei uns gibt. Wir verbinden damit natürlich, ich habe in meiner politischen Zeit sehr, sehr viel über Integration geredet und und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass sozusagen die gleichberechtigte Teilhabe von jemandem, der per se anders aussieht als die Mehrzahl, die hier herumlaufen, also nicht weiß ist, sondern schwarz ist, dass das ein unglaubliches Integrationshemmnis in unserem Denken ist, weil diese Person immer angeschaut wird oder jemand, der aus der Türkei stammt, wenn man den Namen liest, immer so angeschaut wird, dass gleich ein Film abläuft,
dass da irgendwas sozusagen anders ist und dass es unglaublich schwer ist, dann überhaupt sozusagen sich integrieren zu können, oder wie lange muss man sie eigentlich integrieren? Fünfte Generation, sechste Generation, ist es zu Ende mit der deutschen, also wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, bin ich eigentlich Deutscher. Punkt. So, aber das ist in den Köpfen nicht, das läuft nicht ab, sondern da läuft etwas anderes bei vielen ab. So. Also, ich wollte nur sagen, durch den Nationalsozialismus ist bei uns der Begriff der Rasse, weil eben alle Juden ermordet wurden zum Beispiel, sehr, da hat man gesagt, das sind eben Menschen, die haben nicht den Wert des Lebens, und das ist natürlich vollkommen inakzeptabel, aber trotzdem sprechen wir über Rassismus. Das Problem ist, dass wir bei uns im Grundgesetz noch das Wort Rasse haben, also die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben. Niemand darf das nach seinem Geschlecht, und dann kommt eben auch die Rasse dort drin vor. Und jetzt haben wir eine lange Diskussion gehabt, die haben wir nicht erfolgreich zu Ende geführt, weil das eben nicht einfach durch Rassismus ersetzt werden kann. Aber wir wollen eigentlich diesen Begriff streichen aus dem Grundgesetz, weil er auf die falsche Fährte führt. Aber vielleicht müssen wir das dann in Lagos noch weiter besprechen. Das ist ein sehr sensibles Thema. Okay, we'll keep it for Lagos then. So, for reasons of fairness, Ms. Adichie, do you have one last question to the Chancellor? I have many questions. Okay, I'll think about one. So, Hillary Clinton once described you as the woman who carries Europe on her shoulders. And did you know that she described you that way? Well, she did. And so when I read that, I remember thinking, so when has it felt heaviest? So in all of the years that you've been, when has that weight felt the heaviest? Am schwersten war es in der Eurokrise, als ich sehr hart aus der Blickwinkel vieler war, was die Forderungen an Griechenland waren, dass Griechenland dann auch Hilfe von uns bekommen hat, weil ich zutiefst davon überzeugt war, dass ansonsten wir nicht eine gemeinsame Währung haben können, wenn wir nicht auch gemeinsam eine bestimmte ökonomische Grundstruktur haben. Aber das ist unheimlich hart, wenn man sieht, wie man dann Menschen etwas zumutet. Das hat ja die Bürger betroffen. Zum Teil war es zum Schluss dann auch gut, vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger, die in Griechenland gelebt haben. Aber in der Situation gab es auch dann Arbeitslosigkeit oder Menschen hatten weniger Geld, weil man die Steuern erhöhen musste, oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben ihren Job verloren, weil man gesagt hat, die Verwaltung muss reformiert werden. Und wenn man dann Kollegen hat, die das zu Hause durchtragen müssen und die dafür dann zu Hause auch Demonstrationen ertragen müssen, und dann wurde ja mein Bild auch in den verschiedensten Facetten eben als die böse Frau dargestellt, das war schwer. So, I think that was yes, please, if you want to. Just a quick, so when has it brought joy? That weight on your shoulders? Sehr oft. Also wenn man einen Kompromiss gefunden hat. Wir haben ja so viel, also eine große Freude war es für mich. Ich bin Bundeskanzlerin geworden, da war gerade der Verfassungsvertrag, also die gemeinsame vertragliche Grundlage Europas, gescheitert an zwei Referenden in den Niederlanden und Frankreich. Und dann musste ein neuer Vertrag ausgearbeitet werden, und dann hatten wir in Deutschland die Präsidentschaft 2007, und dann haben wir sozusagen die ganzen Vorarbeiten gemacht für den heutigen Lissabonner Vertrag. Und das war eine unglaubliche Freude, das dann hinbekommen zu haben. Oder als wir jetzt als Antwort auf die Pandemie den Recovery Fund, also den Wiederaufbaufonds, verhandelt haben, das hat ja, weiß ich nicht, zwei Tage und zwei Nächte oder drei Tage und zwei Nächte gedauert. Und wenn das dann geschafft ist, dann ist das dann ist man glücklich, dass man das alles zusammenbekommen hat, die ganzen Enden. So, das war eine Konversation. Ja.
die durchaus unterschiedliche Positionen gezeigt hat, different positions, aber sie waren beide sehr offen für Kompromisse, sie waren offen für die Meinung der anderen. Es war spannend, ihnen zu folgen, und dafür danken wir ganz, ganz herzlich, Frau Bundeskanzlerin, Ms. Adetir. Und wir würden gern enden mit einem Satz aus The Danger of a Single Story. Da schreibt Chimamanda Ngozi Adichie: "When we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise." Und in diesem Sinne dieses Paradieses hier möchten wir auch Ihnen, meine Damen und Herren, herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und für diesen schönen Abend, und ganz besonders nochmal Ihnen beiden. Dankeschön. Well, thank you, Miriam, and thank you, Leah. Und Dankeschön im Publikum.